So, meine Freunde, was gibt es Schöneres, als bei einer Autofahrt ein bisschen über dies und das zu schnacken? Ja, ich habe ein paar Missverständnisse mitbekommen und möchte die vielleicht mal ausräumen. Fangen wir mal an bei dem Beruf des Journalisten. Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, rechtliche Voraussetzungen, Vorgaben? Ist das ein erlaubnispflichtiges Gewerbe? Muss man dafür studiert haben? Eins vorneweg, jeder Mensch darf sich Journalist nennen in Deutschland. Jeder Mensch, also als auch ein Kleinkind, wenn es denn so weit denken kann, darf sagen, ja, ich bin Journalist, ich bin als Journalist tätig. Ja. Es ist kein Gewerbe, kein Beruf, der eine Erlaubnis voraussetzt, wie zum Beispiel der Beruf eines Rechtsanwalts, dann müsst ihr das zweite Staatsexamen erfolgreich abgelegt haben, die Zulassung bei der Anwaltskammer in dem Gerichtsbezirk, wo ihr agieren könnt. Und dann kann es losgehen. Also Journalist kann erstmal jeder werden. Das heißt, auch ein Analphabet, der nicht mal die deutsche Sprache versteht, kann einfach Journalist sein und werden. Jetzt kommt es natürlich immer ein bisschen darauf an, wie dieser journalistische Beruf ausgeübt werden soll. Im Prinzip einfach behaupten, ich bin Journalist, okay. Aber die meisten Leute wollen ja nicht nur einfach irgendwas behaupten, die wollen ja auch irgendwas bezwecken. Das heißt, je nachdem, um was es da genau geht, gibt es verschiedene Bereiche, wie der journalistische Beruf ausgeübt wird. Das kann ein Schüler sein, der für seine Schülerzeitung schreibt, Blogs dreht. Das kann jemand aus einem Verein sein, der die Vereinsaktivitäten von seinem oder befreundeten Verein dokumentiert. Vielleicht gibt es ein Vereinsmagazin, vielleicht schreibt er auch Gastbeiträge in irgendwelchen Zeitungen oder Zeitschriften im Internet. Man kann sich mit verschiedenen Thematiken beschäftigen, Hobby. Dann gibt es Chronik, lokales Geschehen. Politik, Wirtschaft, Naturwissenschaft, Musik, Kultur, Feuilleton und so weiter und so fort. Also jeder Mensch darf sich Journalist nennen. Und man braucht dazu keinen Presseausweis. Das ist auch eine weit verbreitete Lüge. Ja, nur wer einen Presseausweis hat, ist auch wirklich ein Journalist. Das ist falsch. Ich werde euch auch die Hintergründe erklären, was es mit diesem Presseausweis auf sich hat. So. Früher war das gar nicht notwendig. Es gab ja nicht so viele Journalisten. Das war ja kein Beruf, der überlaufen ist wie heutzutage. So. Und es gab Zeiten, da konnte jeder sagen, ich bin Journalist, ich möchte berichten. Man musste, wenn man eine Messe betreibt, ein Unternehmen vorstellt, bei irgendeinem Symposium, musste man auch die Presse zulassen. Das gehört einfach dazu. Man kann ja nicht verbieten, dass über etwas berichtet wird. Aber es hat sich schnell herausgestellt, dass das viel missbraucht wird, dass jeder Hinz und Kunz dann irgendwo hinkommen möchte, einfach aus Neugier, mal gucken, was da so läuft. Dann hat man das versucht einzuschränken. So. Es gab dann bei jeder Messe oder bei jeder Veranstaltung eine Pressestelle, eine Presseabteilung, die sich mit der Presse auseinandersetzt, die mit der Presse kommuniziert. Das bedeutet, wenn irgendein Pressevertreter für eine Messe sich ankündigt, er möchte an den Pressetagen, bei längeren Messen gibt es eigens für die Presse reservierte Tag, er möchte da hinkommen, dann wird erstmal geschaut, wer ist denn das überhaupt? Ist das einfach irgendjemand, der auf Presse macht, aber eigentlich total unbedeutend ist? Oder arbeitet er für einen bedeutenden Verlag, für einen Fernsehsender?
Aber es können auch unabhängige Journalisten bedeutend sein. Aber das wird eben überprüft. Das wird nicht einfach akzeptiert. Ja, ich bin Journalist, hier ist mein Gewerbe. Und da gab es unterschiedliche Wege, das ein bisschen besser zu regeln. Ne? Damit wirklich nicht dieser hin zum Kunst da antanzen kann, sondern wirklich auch nur Pressevertreter, die ein aufrichtiges, ernsthaftes Interesse haben. Und dann hat man halt geschaut, okay, ist er bei irgendeinem bedeutenden Unternehmen, ist er bei einem bedeutenden Presseverband. Und dann kamen die Presseverbände. Ich meine, Berufsverbände gab es ja auch schon immer, Berufsvertretungen. Und ja, und man ermöglichte natürlich auch kleineren Journalisten, die eben nicht auf ihrer Visitenkarte ZDF oder RTL oder Bild-Zeitung stehen, dass die auch vielleicht zum Zuge kommen, dass die Pressefreiheit, was ein hohes Gut ist, mit Verfassungsrang ausgestattet, dass das auch von kleineren Journalisten wahrgenommen werden kann. Tja, und dann konnte man sich bei einem Presseverband anmelden, man zahlte einen Mitgliedsbeitrag, je nachdem, was für eine Größe das Unternehmen hat. Ist das gestaffelt, also als junger Anfänger zahlt man den Mindestbeitrag und das stapelt sich halt. So, natürlich bekommt man da auch Unterstützung, man bekommt Schulungen, es gibt Symposien, man hat Ansprechpartner für gewisse Problematiken. Also man bekommt schon ein bisschen Support. Nur hat das natürlich auch den Nachteil, dass quasi so jeder Hinz und Kunz irgendwie zu einem Presseausweis kommen kann. Das heißt, es ist für mich nicht entscheidend, ob jemand einen Presseausweis hat, dass ich den ernst nehme. Ich schaue mir seine Arbeit an. Und da werden ja einige Leute kritisiert. Ach, da kommen die mit Presseausweis an. Das ist alles gefaked. Leute, ein Presseausweis ist keine Voraussetzung für eine journalistische Tätigkeit. Das macht auch einen Journalisten nicht besser, aber auch nicht schlechter. Es zeigt nur, dass er sich organisiert, dass er einer größeren Berufsvereinigung beigetreten ist und somit seine Interessen wahrgenommen bekommt, wenn er ungerecht behandelt wird. Das heißt, man verwehrt ihm zu einer Veranstaltung den Zugang und die Gründe sind nicht nachvollziehbar. Dann kann schon diese Berufsvereinigung dann in seinem Namen da sich einschalten und sagen, hören Sie mal, wieso haben Sie den und den nicht reingelassen? Er hat sich doch akkreditiert, er hat sich angemeldet und es gibt keinen Grund, diesen Mann da nicht reinzulassen. So. Aber im Endeffekt bleibt es dabei, es kommt auf die Arbeit des Journalisten an, was er macht, wie regelmäßig er seine Tätigkeit aussieht. Ist es jemand, der einfach nur einmal im Jahr irgendwas mal auf YouTube publiziert und behauptet, ich bin hier der Journalist? Also es muss schon eine gewisse Regelmäßigkeit festgestellt werden. Es soll auch etwas sein, was ein Ziel verfolgt. Ja. Nicht nur auf ein aufrichtiges Ziel, eine primäre Motivation und nicht einfach nur, um bei irgendwelchen Konzerten vielleicht mal Backstage zu kommen. Ich weiß ja, früher bei der IAA habe ich auch einen Presseausweis gehabt. Das war ja kein Problem. Das habe ich mir vom Sekretariat meiner Schule ausstellen lassen, dass ich Mitglied bin bei einer Schülerzeitung AG. Und dann gab es irgendwie dann eine Bestätigung vom staatlichen Schulamt. Also das galt dann auch. Wir konnten auf die IAA an den Pressetagen und unsere Anstecknadeln übergehen. Darauf kam es uns noch an. Weil die Publikumstage waren einfach zu überlaufen. Da konnte man sich gar nicht die schönen Autos anschauen. An den Pressetagen konnte man überall was Schönes sehen. Ein paar nette Buffets sich gönnen. Ein paar Anstecker bekommen von ein paar Vertretern dieser Autofirmen. So. Also das war natürlich einfach nur zweckorientiert und eine Zweckdienlichkeit. Nur wurde das immer erschwert. Also auf der IAA wirst du als Schüler, Mitglied des Schülerzeitungsteams nicht mehr zugelassen. Das wird genau geschaut, weil das wird einfach überhand nehmen. Die meisten Presseausweise, also Pressetickets für Veranstaltungen, sind ja kostenlos.
Nur will man das natürlich auch haushalten und wirklichen, echten, in Anführungsstrichen, Leuten geben, die für eine Presse arbeiten oder eine journalistische Tätigkeit ausüben. So, also hört auf mit diesen Etikettenschwindel. Ah, der hat von dem und dem Verband, der hat von dem und dem Verband. Es ist egal. Ein Verband hat nichts über eure Qualität auszusagen. Natürlich wird sich ein seriöser, großer Verband von einem unseriösen Mitglied, was negativ auffällt, trennen. Ja, das ist logisch. Aber ein guter Journalist braucht keinen Verband. Er überzeugt durch seine Tätigkeit, meine Freunde. It is what it is. Ja.